wo wir komplett alleine sind. Schau mal! Ja, 2-2. Wir gehen jetzt erstmal ins Kinosaal rein, hallo? Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mach mal mit Obi. Heute mit Emir und Hella. Wir sind hier heute in Berlin beim Zoopalast, denn wir sind auf einer Premiere eingeladen von Die Schule der magischen Tiere 3, denn der dritte Teil kommt in die Kinos. Es wird auch gerade alles aufgebaut. Wir sind aufgeregt, aber es fehlt jemand. Ja, wir wollten uns eigentlich hier mit dem Obi-Biber treffen, aber der ist irgendwie noch gar nicht da. Da ist er doch. Er ist ein bisschen aufgeregt, das merken wir auf jeden Fall so ein bisschen vom Verhalten. Ich glaube, wir sollen los. So, kommt mal mit. Ich lasse euch hier einfach glatt mal rein. Wir sind natürlich die Ersten, die da sind. Freie Auswahl heute. Ey, das ist crazy. Wow, also ich habe noch nicht gefrühstückt. Das wird jetzt mein Frühstück sein. Bist du Team salzig oder Team süß? Auf jeden Fall süß. Ja, ich bin auch Team süß. Aber ich habe gehört, wenn man mischt, soll es auch geil schmecken. Ich glaube, Biber ist Team alles. Ja, ich merke es. Aber ich würde sagen, er kann sie mir abwarten. Ich nehme mir auch mal ein bisschen was mit. Warte, jetzt haben wir auch einen eigenen Saal, wo wir komplett alleine sind. Schau mal. Was? Hier sind schon die Tiere. Die Katze. Schau mal, wie süß sie ist. Sie hat einfach rosane Augen. Ich glaube, das ist lila, oder? Finde ich, passt ja eigentlich gut mit in die Reihe, oder? Ja. Nein, der Biber passt hier gut mit in die Reihe. Stimmt. Hä, was ist denn jetzt los? Was macht er? Oh Gott. Achtung, der Aufsteller. Oh, was macht er? Ich hol ihn mal. Wir gehen jetzt erstmal ins Kinosaal rein, hallo? Boah, schaut mal, die machen uns jetzt sogar den Vorhang auf. Herzlich willkommen zur Premiere. Die Schule der magischen Tiere 3. So cool. Wir müssen jetzt erstmal einen Platz für dich finden. Ja. Hier ist doch perfekt. In der Mitte ist doch immer am besten. Geht's dir jetzt gut? Ja, perfekt. Hast du genügend Popcorn? Ja, das okay, ich kann auch. Dir auch meins noch mal geben. Ich stell's mal hier hin. Und du wartest hier jetzt einfach mal und Emi und ich, wir gehen jetzt noch einmal kurz nach draußen. Ja. Wir machen da noch ein paar andere Sachen. Entschuldigung, tut mir leid. Und bei dir auch noch mal. So, wir gehen jetzt raus, du bleibst hier und hier sollte nichts passieren. Wir du bist jetzt sicher aufgehoben. Schnell. Oh, was machen wir denn jetzt noch? Wir haben noch so viel Zeit. Der Biber ist viel zu früh gekommen, ne? Ja, schau mal, was ist das denn? Hallo ihr beiden, heute testen wir euer Filmwissen. Und damit herzlich willkommen beim großen Buzzer Filmquiz. Okay. Eure Aufgabe ist es, Filmtitel anhand von Emojis zu erraten. Wenn ihr buzzert, müsst ihr antworten. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegner den Punkt. Aber ganz kurz, wofür machen wir das denn? Also, ich meine, wenn ich jetzt gewinne, was passiert dann? Eine sehr gute Frage. Der Verlierer muss dem Fans in einem Spezialquiz endlich mal etwas zurückgeben. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann kommt hier die erste Frage. Die Schule der magischen Tiere. Ja? Ja! Okay, nächstes Bild. Du musst es dann schon sagen. Ich weiß, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch. Star Wars? Oh mein Gott! Mann. Die nächsten werden ja, meine ja, sein. Ja, ja, ich habe eh schon gewonnen. Oh, das ist schwer. Eine Schule, Magie, Katze. Und hoch und runter? Nee. Oh. Was? Hä, hey, wieso gibt's Filme zweimal? Hast du nicht die Hände gesehen, dass er zwei so. Und König der Löwen? Ja, 2-2. Oh mein Gott. Party? Party, Autos. Emir. Was soll das heißen? Ich hab's ja schon gedrückt. Zootopia, bitte, ist es richtig? Ja? Zootopia oder Zoomania? Darauf wäre ich halt niemals im Leben gekommen. Wow, das Ding ist, ich habe gedrückt und ich habe vergessen, wie der Film hieß. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Glückwunsch! Danke schön. Nee, ganz ehrlich, also das gibt auf jeden Fall eine Revanche. Ich überlege mir jetzt eine nächste Challenge und die werde ich gewinnen. Ich werde gewinnen. Hella, du hast Emir eine Revanche versprochen, aber die Challenges bestimme immer noch ich, denn ich bin euer Quizmaster und ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Bevor ihr weiter in der Sonne steht, bekommt ihr erstmal zwei Presseausweise. Ja. Denn ihr werdet jetzt gleich unsere Stars mit einer versteckten Challenge interviewen. Was sind eure Lieblings-Emojis?
Auf jeden Fall das Einhorn. Die Meerjungfrau. Und zwar müsste die Schauspieler fragen, welches magische Tier sie lieber im nächsten Film sehen würden. Eine Meerjungfrau oder ein Einhorn? Für jede Antwort mit Einhorn bekommt Hella einen Punkt. Für jede genannte Meerjungfrau bekommt Enya einen Punkt. Ah, cool. Okay. Also das ist eine mega coole Challenge. Das ist geil. Dann lass es mal los. Okay. Cool. Also Leute, gleich ist es soweit. Wir machen unser erstes Interview. Hast du schon mal ein Interview gemacht? Nein, noch nie. Ich bin total aufgeregt und hoffe, es klappt alles. Hi. Hallo. Schön, hi, dass du Enya. Da bist. Hi. Hi. Schön, euch mal in live zu sehen. Habt ihr Zeit für ein paar Fragen? Also meine erste Frage, Rede, was war der besonderste Moment beim Dreh vom dritten Teil? Als wir das erste Mal in das Museum gekommen sind und diesen riesigen Dino gesehen haben. Das sieht wirklich so krass aus wie im Film. So, wir waren hin und weg. Die wichtigste Frage von allen, und zwar, wenn es nochmal einen weiteren Teil geben würde, welches Tier, eurer Meinung nach, würde eher drin vorkommen? Ein Einhorn oder eine Meerjungfrau? Ich hätte eher einen Einhorn. Also ich glaube, ein Einhorn wäre eher noch. Okay. Realistischer. Okay. Okay. Cool. Dankeschön. Wir bedanken uns. Dankeschön. Hi. Hallo, Kooperationspartner. Hi. Wir haben ein paar Fragen. Ja. Die erste Frage, wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, also ein magisches Tier, welches würdest du dir aussuchen? Ich glaube, ein Huhn. Ja, ich möchte es wissen, wie bei der Paw Patrol, da hat der Bürgermeister auch mal so ein Huhn in der Tasche. Okay. Ich habe selber auch Hühner zu Hause. Ach cool. Hast immer ein Ei. Ja. Ich glaube, es wäre ein Huhn. Wenn du jetzt bestimmen könntest im vierten Teil, dass ein neues Tier dazu kommt, ein neues magisches Tier, ja, entweder ein Einhorn oder eine Meerjungfrau, für was würdest du dich entscheiden? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde die Meerjungfrau nehmen, einfach nur, super, damit die Presse dann diskutieren kann, ist das jetzt Tier oder Mensch? Ja. Ich glaube, das könnte interessant super werden. Super. Das stimmt. Super. Das freut uns. Auch schon. Cool, ich danke Dank euch. Alles Gute euch. Hallo. Hallo. Ich bin Hey. Machst du so gerne? Ja. Ja. Wie schön ein Foto mal machen. Ja, auf jeden Fall. Voll gerne. Erstmal hallo. Wir haben ein paar Fragen. Was ist ein besonderer Moment im Film, also der jetzt bei den Dreharbeiten, den ihr nicht vergessen werdet? Irgendwas Teil, jetzt beim dritten Teil, ja. Ich glaube, ja, ich vergesse nicht so die ganzen Szenen, die wir alle zusammen hatten, wo wir getanzt haben, weil es irgendwie immer so schön war mit allen. Und im Wald war auch richtig schön, wo wir auch gesungen haben. Ja, ja. Die ganzen Kulissen waren unglaublich schön. Okay. Welches Tier würde eurer Meinung nach mehr Sinn machen? Entweder eine Meerjungfrau oder nicht mehr Sinn machen? Was heißt Sinn machen? Welches würde ich viel schöner finden? Ja. Eine Meerjungfrau oder ein Einhorn? Einfach so ganz ich random entscheiden. Okay, also Meerjungfrau. Beides, schon beides. Du musst dich entscheiden. Ja. Diese Entscheidung ist nicht machbar. Oder? Nein. Kannst du dich nicht entscheiden? Okay, dann haben wir alles gut. Dann beides haben wir eine Meerjungfrau. Dann steht es 2-2, ja. Oh, super, hat uns sehr gefreut. Das waren auch schon alle Fragen. Wir wünschen euch noch sehr viel Spaß. Danke. Wenn du dir ein Tierwesen aussuchen könntest, also jetzt im echten Leben. Als magisches Tier? Genau, als magisches Tier. Welches würdest du nehmen? Also ich habe 2 Hunde, ich habe 2 Boxer zu Hause. Ich fände es sehr cool, wenn ich mit denen reden würde, aber ich glaube, es würde auch ein bisschen die Magie kaputt machen, weil ich mit denen ja auch einfach ohne Worte kommunizieren kann. Ich finde Rick sehr, sehr cool. Der ist so unangenehm und so uncool, aber trotzdem cool. Und das mag ich sehr. Okay. Ja. Für welches Tier würdest du dich entscheiden? Ein Einhorn oder eine Meerjungfrau? Also als magisches Tier. Also es wird auf jeden Fall, ich kann spoilern, dass es noch einen vierten Teil geben wird. Den drehen wir auch gerade. Oh. Wir sind jetzt gerade in den letzten 2 Wochen ungefähr dazu. Das sollen wir schon machen. Der kommt dann nächstes Jahr wahrscheinlich 3. Oktober raus. Ich glaube, ich würde mich vielleicht für eine Meerjungfrau entscheiden. Okay. Das find ich ein bisschen cooler. Warum? Habt ihr was gebettet? Wir haben so eine Challenge. Ja. Ja, das war's auch schon. Dankeschön, dass du die Fragen beantwortet hast. Voll gerne. Wir sind total gespannt auf den Film. Ja, wünsche dir noch viel Spaß. Ja, viel Spaß euch, ciao. Danke. Ja, wir auch. Also Leute, ich habe gewonnen. Wir gucken jetzt mal, was die Bestrafung ist. Ich freue mich. Ich werde dir zuschauen, wie du die Bestrafung machst. Also Leute, hier ist die Bestrafung. Ihr seht hier aber noch gar nichts. Ich helfe euch mal kurz. Einen Moment. Wir machen jetzt nämlich eine Challenge, beziehungsweise gleichzeitig auch irgendwie eine Bestrafung für Sie. Wir werden jetzt Leuten Fragen über den Film und über Obi stellen. Und wenn Sie sie richtig beantworten, dann gibt es den Obi-Biber natürlich gratis für die. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Ding wieder zu und wir fangen an. In dem Namen Obi, welcher Buchstabe ist der zweite Buchstabe? B. Ziemlich einfach. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Obi-Biber gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Wie heißt das Krokodil in dem Film? Ricky? Nein, richtig! Rick! Ja, Rick. Perfekt, richtig! Einmal bitte und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Dankeschön. Sehr, danke. Sehr gerne. In dem Film, welche Augenfarbe hatte der Kater? Richtig! Das heißt, Uppala, du bekommst auch einen Obi-Biber. Welches Maskottchen ist das Tier von Obi? Ein Biber. Richtig! Ja! Deswegen, oh sorry, jetzt bekommst du ja auch den Obi-Biber. Dankeschön! Also Leute, ich muss sagen, sie tut mir schon etwas leid. Wir sagen Bestrafung genug. Du kannst Dankeschön. Das Ding jetzt abnehmen. Wir gucken uns ja auch den Film an. Ich glaube, damit wird es ein bisschen schwer. Wir gehen uns jetzt den Film angucken. Wir sind sehr gespannt. Schau ich den Film auf jeden Fall auch an. Und let's go, wir gehen rein. Ab ins Kino. Let's go, in die Richtung. Rehe, Hasen, Füchse, Pinguine. Also Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos. Biber, wie hat dir denn der Film gefallen, den wir gerade angeguckt haben? Sehr gut. Er hat ihn auf jeden Fall gefallen. Uns, Hella und mir hat er auf jeden Fall auch gefallen. Deswegen schaut ihn gerne in den Kinos an. Der ist ab jetzt in den Kinos. Und sonst müssen wir uns jetzt verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.